male. Thank you.
Ich habe gehört, Ihre Sohn war da die Störste. Was sagen Sie da? Haben Sie überhaupt bei der Bauernhilfe? Ja, ich habe mich vor 4 Jahren gemacht. Ist ein Neucherer. Ist ein Neucherer. Ja. Und der Weiterbildung, das hat er heute Jahr. Ja, heute noch. Ja, genau. Sind Sie ganz stolz auf ihn? So, ich spreche jetzt mit dem Kommandanten von der Freiwilligen Feuerwehr Wiesn. Und das ist das dritte Mal, dass Sie veranstalten? Vierte Mal. Und was sagen Sie da mit den heutigen Rennen? Naja, das Rennen hätte gut angefangen, aber leider Gottes hat der Wetter Gott die Bitte gespielt. Das haben wir dann absagen müssen. Es hat nur einen Durchgang gegeben, aber es war wieder einmal sehr lustig, das Rennen. Das stimmt. Wir hatten gestern auch eine Festel gehabt. Was von einem, wenn ich fragen darf? Ja, das gestern war die Sonnenfeier eigentlich und normale Fest eigentlich. Sonst haben wir ja Zeltfest, aber nachdem der Musikverein heuer Jubiläumsjahr hat, jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen ein kleines Fest und der Musikverein soll ein großes Festel machen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu unserer Siegerehrung. Unsere Jury ist bis jetzt zusammengesessen und hat ein Urteil gefällt. Dadurch, dass wir nur einen Durchgang machen konnten, hat sich die Jury entschieden, keine Platzierungen zu machen. Das heißt, jeder Teilnehmer wird als Teilnehmer behandelt, weil er teilgenommen hat. Jeder einzelne Fahrer ist Sieger in dieser Hinsicht. Nur die Jury hat das ein bisschen noch aufgeteilt mit dem Pokal, wie gesagt. Wir fangen an nun mit der Kategorie von 0 bis 15. Pokalträger, bitte ich nun den Lukas Bayer zu mir. Wo ist der Lukas? Jawohl. Wie gesagt, warte, ich habe die Zeit auf. Wo ist der Lisa? Als einzige Frau unter 15? Wie alt bist du? 11 Jahre. 11 Jahre und schon bei den Großen dabei. Dann da soll ich Hut ab, meine Damen und Herren. So.
Pauli, du bist sogar 29 km/h übergefahren, gell? Da war noch mehr gegangen. Und das mit deiner Größe. Also ich muss sagen, auch kleine Leute können schnell fahren. Meine Damen und Herren. Das heißt, unser Michael Schmalfuß, auch Kassier der Vorwehr Wiesner, und er ist der Hinmacher des Seifenkistenrennen, weil der hat ja die ganze Zeit auf Zeiten gespritzt mit seinem Fahrzeug, oder? Er hält den nächsten Pokal, also danke. Michael, schaut, dass du nächstes Jahr ohne Flüssigkeit auskommst, gell? Das geht nicht. Repariertes Seifen. Ich gratuliere dir recht herzlich. Danke. Du hast den ersten Pokal von den Golden Girls als Ananas. Puppi, sag ich jetzt einmal da dran. Ich gratuliere recht herzlich.